Seit Monaten ist die Stimmung in Israel aufgeheizt. Die Straßen auf beiden Seiten des Konfliktes brennen. In Judäa und Samaria wütet der Terrorismus. Zwischen März und Mai 2022 wurden auf israelischen Straßen 19 Zivilisten bei mörderischen Terroranschlägen von Palästinensern getötet. Immer wenn der Terror zuschlägt, kommen sie, die Spezialkommandos der Armee. Bild-Chefreporterin Antonia Yamin ist vor Ort und begleitet Golani, die Spezialeinheit der israelischen Armee, die Terrorjäger. Die Terrorjäger an der israelischen Grenze operieren auf vielfältige Weise. Wachposten rund um die Uhr, Geheimdienstaktionen verdeckt und präzise, Verhaftungen, Undercover-Einheiten im Stil von Actionserien wie Fauda und natürlich die Mauer und der Zaun. Aber sie haben Schlupflöcher. Wir sagen, wir kriegen euch überall, egal wie, egal wo. Terrorjäger sind immer im Dienst. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es gibt kaum eine Nacht, in der Kommandant und Team nicht Terrordörfer stürmen. Stürmen müssen. Wann kommt der große Krieg? Wenn er da ist, werden wir vorbereitet sein.